Schönen guten Tag, Daniel Fischer mein Name, bin Küchenchef und Inhaber des Restaurant Daniels hier in Dresden, Nieritzstraße 11, direkt im Hotel Martha drin. Und wir werden heute den Stör pochieren, dazu werden wir den filieren. Der Stör selber kommt aus der Lausitz, also nicht weit von hier, ist vor einem Tag noch glücklich durch die Seen geschwommen. Dazu gibt es einen Kartoffel-Gemüsestampf, eine Kresse-Soße, das heißt der Schwierigkeitsgrad ist relativ gering, wenn der Fisch dann erstmal filetiert ist. So, der ist noch ganz frisch. Wie gesagt, Störe werden ja sehr, sehr groß. Das ist ein relativ kleines Exemplar. Natürlich zu Hause würde ich wahrscheinlich doch darauf plädieren, besser ein Filet zu kaufen. Aber wer natürlich jetzt in der Ecke war und sich so einen Fisch mitnimmt, der filiert ihn entweder oder macht ein Kotelett raus. Dann wäre das Filieren erledigt. So, Teile von den Resten könnte man dann auch noch zum Fischfond verarbeiten. Aber den habe ich heute schon mal angesetzt, wie das im Fernsehen immer so ist. Man hat da schon mal was vorbereitet. Moment. Der ist natürlich ein bisschen störiger. Deswegen heißt er wahrscheinlich Stör. So, erstmal alles wegnehmen, was wir nicht brauchen. So, man sieht es hier, das ist ein richtig schönes, festes Fleisch. Schon was anderes wie die ganzen Fische, die es da so zu kaufen gibt teilweise. Alles was kreten und was so rot ist, was nicht schön aussieht, das kommt halt weg. Da bleibt zwar jetzt nicht so viel übrig, aber was übrig bleibt, ist natürlich umso hochwertiger. So, sehr schön. Und jetzt ziehen wir die Haut ab, weil wie gesagt, der Knorpel, der da drin ist, den brauchen wir nicht. So, hier können wir noch ein bisschen den Tran und das Fett wegnehmen. Das ist nicht so der Hit. Natürlich nicht hundertprozentig, weil das ist ein Teil davon. So, jetzt hatten wir den ganzen Schlotter auf dem Brett. Aus dem Grund gehen wir das Filet jetzt kurz abwaschen. Okay, jetzt haben wir im Prinzip das Filet und jetzt tun wir einfach nur uns schöne Stücke schneiden, die wir dann am Ende pochieren können. Eins, zwei. Machen wir das eine, nur fürs Foto.